Und damit hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge des Morrowind Let's Plays, beziehungsweise zur 5. Folge des Morrowind Blood Moon Add-on Let's Plays, wo wir gerade dabei waren, dass wir, nachdem die Burg, ich zeige euch das auf der Karte kurz, nachdem hier unten die Eisfalterfeste gerade angegriffen wurde, also wir sollten dafür die ein paar Aufgaben erledigen und bla, wurden angegriffen. Und die haben uns, weil der Anführer der Eisfalterfeste verschollen ist, hier in das Dorf der Skal geschickt. Und die haben uns gesagt, dass wir jetzt hier diese 5 Steine aufsuchen sollen. Windstein, bla, Sonnenstein, wo wir schon waren, also in der letzten Folge. Und wir von denen noch dazu eine Geschichte bekommen haben über die Geschichte der Skal. Die ich gerade am Vorlesen war, weil das ja ganz interessant ist und wir heute effektiv laut Plan wahrscheinlich ein halbes Let's Read machen. Let's Vorlesen habe ich es beim letzten Mal genannt. Und wir schauen mal, falls ihr euch jetzt der Anfang dieses Zettels hier interessiert, das kurze Stückchen bis hierhin, dann müsst ihr das Ende der letzten Folge schauen, beziehungsweise schaut allgemein die ganzen Folgen. Es sind sehr viele, ich weiß, die 91. Folge. What the fuck? Okay, so, ich lese jetzt weiter, bevor ich lange quatsche, beziehungsweise ich quatsche es die ganze Zeit. Der gierige Mann, so nennen wir ihn. Denn seinen Namen auszusprechen, würde mit Sicherheit Verderben über das Volk bringen. Oh, Lord Voldemort. Lebte viele Monate unter den Skal. Vielleicht war er einst ein einfacher Mann. Aber als der Widersacher in ihn eindrang, wurde er der gierige Mann. Und so erinnerte man sich seiner. Ich muss noch mal kurz was trinken. Da habe ich mir gerade extra schon was zu trinken geholt. Aber es hat noch nicht gereicht. Eines Tages begab es sich, dass die Skal ihre Kräfte verließen. Die Stärke verschwand aus den Armen der Krieger. Und der Schamane konnte nicht länger die Tiere an ihre Seite rufen. Er muss auch die Nase putzen. Was ist denn los? Ah, die Skalältesten dachten, der große Schöpfer sei bestimmt verärgert. Andere behaupteten, der große Schöpfer habe sich für immer verlassen. Für sie, für immer verlassen. Dies war, war der Zeitpunkt, zu dem der gierige Mann vor ihnen erschien und zu sprechen begann. Ihr von den Skal seid faul und fett geworden. Ihr habt die Geschenke des großen Meisters gestohlen. Ich habe die Ozeane gestohlen, auf das ihr für immer dürstet. Ich habe das Land und die Bäume und die Sonne gestohlen, auf das eure Früchte verwelken und eingehen. Ich habe die Tiere gestohlen, auf das ihr hungrig sein werdet. Und ich habe den Wind gestohlen, auf das ihr ohne den Geist des großen Schöpfers lebt. Und bis einer von euch diese Geschenke zurückgewinnen kann, werden die Skal in Not und Verzweiflung leben. Denn ich bin der gierige Mann, und das ist meine Natur. Und der gierige Mann verschwand. Die Skal berieten viele Tage und Nächte. Sie wussten, dass einer von ihnen die Geschenke des großen Schöpfers wiederbringen musste. Aber sie konnten sich nicht entscheiden, wer das sein sollte. »Ich kann nicht gehen«, sagte der Stammesälteste, »denn ich muss bleiben, um die Skal zu führen und unserem Volk zu sagen, was das Gesetz ist.« »Ich kann nicht gehen«, sagte der Krieger, »denn ich muss die Skal beschützen. Mein Schwert wird für den Fall gebraucht, dass der gierige Mann zurückkehrt.« »Ich kann nicht gehen«, sagte der Schamane, »denn die Leute brauchen meine Weisheit. Ich muss die Omen auslegen und mein Wissen anbieten.« Da erhob ein junger Mann, der Evar genannt wurde, seine Stimme. Er besaß kräftige Arme und schnelle Füße, obwohl er noch kein Krieger der Skal war. »Ich werde gehen«, sagte Evar. Die Skal lachten. »Hört mir zu«, fuhr der Junge fort. »Ich bin noch kein Krieger, also wird mein Schwert nicht gebraucht werden. Ich kann die Omen nicht deuten, also werden die Leute mich nicht um Rat ersuchen. Und ich bin jung und besitze noch keine Weisheiten in den Fragen des Gesetzes. Ich werde die Geschenke des großen Schöpfers vom gierigen Mann zurückholen. Wenn mir das nicht gelingt, wird man mich nicht vermissen.« Die Skal dachten kurz darüber nach und beschlossen, Evar gehen zu lassen. Er verließ das Dorf
und er verließ das Dorf am nächsten Tag, um die Gaben zurückzubringen. Evar machte sich zunächst auf den Weg, das Geschenk des Wassers zurückzuholen. Daher reiste er zum Wasserstein. Es war dort, dass der große Schöpfer das erste Mal zu ihnen sprach. Seine Reisen nach Westen zum Meer und folgte dem Schwimmer zum Wasser des Lebens. Und so wanderte er das Ufer des Ozeans und da war der Schwimmer, ein schwarzer Horker, vom großen Schöpfer gesandt. Der Schwimmer tauchte ins Wasser und schwamm sehr weit und dann noch einmal sehr weit. Aber Evar war stark und er schwamm unverdrossen hinterher. Er folgte den Schwimmer in eine Höhle und tauchte tiefer und tiefer mit brennenden Lungen und müden Beinen. Schließlich fand er eine Luftblase und dort im Dunkeln fand er das Wasser des Lebens. All seine Kraft zusammennehmend nahm er das Wasser und schwamm zurück an die Küste. Als er zum Wasserstein zurückkehrte, sprach der große Schöpfer: Du hast das Geschenk zurück und hast Skal gebracht. Die Ozeane werden wieder fruchtbar sein und euer Durst wird wieder gestillt werden. Erevar begab sich anschließend zum Erdstein und dort sprach der große Schöpfer erneut zu ihm: Betretet die Höhle der verborgenen Melodie und lauscht dem Lied der Erde. Also reiste Erevar nach Norden und Osten zur Höhle der verborgenen Melodie. Er fand sich selbst in einer riesigen Höhle wieder, wo die Felsen von der Decke hingen und aus dem Boden wuchsen. Dort lauschte er und hörte das Lied der Erde. Aber es war nur schwach. Er nahm seine Keule und schlug die Felsen auf den Boden im Rhythmus der Musik. Und das Lied wurde lauter, bis es die Höhle und sein Herz erfüllte. Dann kehrte er zum Erdstein zurück. Das Geschenk der Erde ist zu den Skal zurückgekehrt, sagte der große Schöpfer. Die Böden sind wieder reich und werden Leben hervorbringen. Erevar war müde und in der herabbrennenden Sonne gab es keine Bäume, ihm Schatten zu bieten und keinen Wind, ihn zu kühlen. Dennoch reiste er zum Tierstein und der große Schöpfer sprach: Finde das gute Tier und lindere seinen Schmerz. Erevar wanderte viele Stunden durch die Wälder des Insifir, bis er von hinter einem Hügel die Schreie eines Bären hörte. Als er oben auf den Hügel angekommen war, sah er einen Bären, in dessen Nacken ein Pfeil eines Falmers steckte. Er prüfte, ob ein Falmer in der Nähe war, denn das ist, was sie waren, auch wenn manche sagen, dass sie es nicht waren. Und als er keinen entdeckte, näherte er sich dem Tier. Er sprach beruhigende Worte und kam langsam näher, wobei er sagte: Gutes Tier, ich will dir nichts tun. Nichts. Der große Schöpfer hat mich gesandt, deine Schmerzen zu lindern. Als der Bär dieses Wort vernahm, hörte er auf, sich zu winden und legte seinen Kopf Erevar zu Füßen. Erevar packte den Pfeil und zog ihn aus dem Hals des Bären. Mit dem wenigen der Naturmagie, das er kannte, versorgte Erevar die Wunden, obwohl es ihn seinen letzten Kraft kostete. Als sich die Wunden schloss, schlief Erevar schon. Als er erwachte, stand der Bär über ihm. Die Überreste mehrerer Falmer lagen am Boden um ihn herum. Er wusste, dass das gute Tier ihn während der Nacht beschützt hatte. Er wanderte zurück zum Tierstein mit dem Bären an seiner Seite und der große Schöpfer sprach wieder zu ihm: Du hast das Geschenk der Tiere zurückgebracht. Was? Nein. Wunderschön. Danke für den Follow auf irgendwo. Du hast das Geschenk der Tiere zurückgebracht. Nun werden die Tiere die Skal wieder ernähren, wenn sie hungrig sind, kleiden, wenn sie frieren und beschützen, wenn es notwendig ist. Erevars Stärke war zurückgekommen und so reiste er zum Baumstein. Das gute Tier folgte ihm jedoch nicht. Als er ankam, sprach der große Schöpfer zu ihm: Die ersten Bäume sind fort und müssen neu gepflanzt werden. Finde den Samen und pflanze den ersten Baum.
Wieder wanderte Erevar durch den Hirstangwald auf der Suche nach den Samen des ersten Baums. Aber er konnte sie nicht finden. Dann sprach er zu den Baumgeistern, den lebenden Bäumen. Sie verrieten ihm, dass die Samen von einem der Falmer, Klammern, denn sie sind Diener des Widersachers, gestohlen worden waren und dass dieser Falmer sie tief im Wald versteckte, so dass sie niemand jemals finden würde. Als Erevar begab sich in den tiefen Wald des Waldes, in den tiefen Teil des Waldes. Dort fand er den bösen Falmer, umgeben von niederen Baumgeistern. Erevar konnte sehen, dass die Geister sich in seiner Knechtschaft befanden, dass er die Magie der Samen benutzte und ihren geheimen Namen ausgesprochen hatte. Erevar wusste, dass er gegen eine solche Macht nicht gewinnen konnte und er die Samen heimlich holen musste. Erevar griff in seinen Beutel und holte einen Feuerstein heraus. Er sammelte einige Blätter zusammen und entzündete ein kleines Feuer außerhalb der Lichtung, wo der Falmer und die behexten Geister sich befanden. Alles gab Wissen, wie sehr die Geister das Feuer hassen, denn die Falmer vernichten die Bäume, denen sie nie dienen. Die Natur der Geister gewann sofort die Überhand und sie stürmten los, die Flammen zu ersticken. Während all dieser Unruhen schlich Erevar sich hinter den Falmer und schnappte sich den Beutel mit den Samen. Bevor das böse Wesen bemerkte, dass sie fort waren. Hier fehlt irgendwie was. Als Erevar zum Baumstein zurückkehrte, pflanzte er den Baum in den Boden und der große Schöpfer sprach zu ihm. Das Geschenk der Bäume ist wieder da. Die Bäume und Pflanzen werden wieder wachsen und blühen und Nahrung und Schatten spenden. Erevar war erschöpft, denn die Sonne brannte immer fort und keine Winde konnten ihn kühlen. Aber er rastete nur kurz, im Schatten der Bäume. Seine Beine waren müde und die Augen schwer. Doch er setzte seinen Weg fort und reiste zum Sonnenstein. Wieder sprach der große Schöpfer. Die sanfte Wärme der Sonne wurde gestohlen, so dass sie nur noch brennt. Befreie die Sonne aus den Penubra-Hallen. So wanderte Erevar nach Westen, über das gefrorene Land, bis er die Penubra-Hallen erreichte. Die Luft im Inneren war dick und schwer und er konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Trotzdem ertastete er sich seinen Weg entlang der Wände. Obwohl er das Rascheln von Schritten hörte und wusste, dass an diesem Ort die unheiligen Bestien wohnten, die sein Fleisch zerreißen und seinen Knochen verzehren würden. Stundenlang kroch er weiter, bis er am Ende der Hallen ein schwaches Leuchten sah. Von hinter einer Wand aus perfektem Eis kam ein Licht, so hell, dass er seine Augen schließen musste, wenn er nicht für immer erblinden wollte. Er entriss einer der unheiligen Bestien ihr flammendes Auge und schleuderte es mit all seiner Kraft gegen das Eis. Ein schmaler Riss wurde sichtbar und breitete sich dann aus. Langsam kroch das Licht zwischen den Riss hervor, vergrößerte sich und ließ die Eiswand schließlich zerbersten. Erevar hörte die schrillen Schreie der unheiligen Bestien, als sie geblendet und verbrannt wurden. Er rannte aus den Hallen, dem Licht folgend, und brach daraus draußen auf dem Boden zusammen. Als er wieder in der Lage war aufzustehen, wärmte ihn die Sonne wieder und darüber war er froh. Er reiste zurück zum Sonnenstein, wo der große Schöpfer erneut zu ihm sprach. Das Geschenk der Sonne ist zu den Skal zurückgekehrt. Sie wird sie wärmen und ihnen Licht spenden. Erevar musste nur noch eine letzte Gabe zurückbringen, das Geschenk der Winde. Und so reiste er zum Windstein, weit an der westlichen Küste der Insel. Als er dort ankam, sprach der große Schöpfer zu ihm und gab ihm seinen letzten Auftrag. Finde
den gierigen Mann und befreie den Wind aus seiner Gefangenschaft. Also durchwanderte Erevar das Land auf der Suche nach dem gierigen Mann. Er schaute in den Bäumen nach, aber dort verbarg sich der gierige Mann nicht. Auch nicht in den Meeren oder in den tiefen Höhlen. Und auch die Tiere hatten ihn in den tiefen Wäldern nicht gesehen. Schließlich kam Erevar zu einem schiefen Haus und er wusste, dass er den gierigen Mann dort finden würde. »Wer bist du?« rief der gierige Mann, »dass du zu meinem Haus kommst.« Ich bin Evar von den Skal«, sagte Evar. »Ich bin kein Krieger, Schamane oder Stammesältester. Wenn ich nicht zurückkehre, wird man mich nicht vermissen. Aber ich habe die Ozeane und das Land. Aber ich habe die Ozeane und das Land, die Bäume, die Tiere und die Sonne zurückgebracht. Und ich werde mein Volk die Winde wiederbringen, auf dass wir den Geist des großen Schöpfers wieder in unseren Seelen spüren mögen.« Und mit diesen Worten ergriff er den Beutel des gierigen Mannes und riss ihn auf. Die Winde fegten mit der Macht eines Orkans aus dem Beutel, hoben den gierigen Mann in die Luft und trugen ihn fort, weit weg von der Insel. Evar atmete die Winde ein und war froh. Er wandelte zurück zum Windstein, wo der große Schöpfer ein letztes Mal zu ihm sprach. »Du hast Gutes geleistet, Evar. Du, der Niedrigste unter den Skal, hast meine Geschenke an sie zurückgebracht. Der gierige Mann ist erst einmal verschwunden. Und sollte dein Volk während deiner Lebenszeit nicht noch einmal belästigen, dein großer Schöpfer ist zufrieden. Geh nun und lebe, wie es deiner Natur entspricht.« Und Evar machte sich auf dem Weg zurück ins Dorf der Skal. »Und was geschah dann, Großvater?« »Was meinst du, Kind?« Er ging heim. »Nein, als er ins Dorf zurückkehrte, fuhr das Kind fort. Wurde er zu einem Krieger gemacht oder lehrte man ihn den Weg der Schamanen? Führte er die Skal in die Schlacht?« »Das weiß ich nicht. Die Geschichte ist dort zu Ende«, sagte Großvater. »Aber das ist doch kein Ende. So hören Geschichten nicht auf.« Der alte Mann lachte und erhob sich von seinem Stuhl. »Tun Sie das nicht?« Okay, sehr interessant. Es war keine halbe Stunde, aber eine Viertelstunde. Und ich bin der Meinung, ich habe sehr gut vorgelesen. Ich habe richtig gute Leseskills. Muss ja erstmal einen Schluck trinken. So, jetzt bin ich nicht wirklich sehr viel schlauer, was wir mit diesem blöden Stein da jetzt machen müssen. Aber es war eine tolle Geschichte. Und jetzt guck mal in die Wiki rein. Und sehen hier, dass wir jetzt... Hier geht es weiter. Der sagt, dass wir mit den... da waren wir. Disappear the Captain. Jetzt ist die Frage, sind wir jetzt hier? The Scar Test of Loyalty. You must complete... Ah ja, wir sind hier. Alles klar. Talk to... Hört. Tasten her. Speak so. Perform the Ritual of Water. Jetzt müssen wir die ganzen Rituale abarbeiten. Find and activate the water stones. Follow the swimmer until you find the entrance to the... Receive the water's life and bring back the water stone. Stone? And bring... Okay. Dann... Womit wollen wir denn anfangen von der reinen Karte her? Wasser haben wir dort. Ja gut, dann reisen wir erstmal zum Wasserstein. Wasser, dann Erde. Dann Biest. Wäre der, dann Baum. Baum haben wir dort. Ah, Trees. Dann Sun and Wind. Ja, okay, ich werde die Reihenfolge nicht ganz einhalten. Ich werde auch mit dem Wasserstein trotzdem anfangen. Der ist irgendwo da drüben. Das heißt, auf dieser Karte irgendwo hier. Da rennen wir jetzt hin und schauen mal, was da ist. Wir speichern nochmal. Ja, das ist okay, wo wir dann laufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah! Ah!
bist du denn? Greifst du mich an? Nun, das ist mal ein Kampf. Oh. Okay. Jetzt habe ich mich gerade irgendwie verjagt. Ich weiß nicht, warum ich mich vor dieser Frauenstimme verjagt habe, aber... Ja. Okay. Ich habe mich verjagt vor dieser Frauenstimme. Fragt nicht, warum. Ich weiß es nicht. Oh, meine Fresse. Hier haben wir noch irgendeinen Dorf. Interessiert mich nicht. Ich versuche den Kämpfen hier so gut es geht aus dem Weg zu gehen und suche den Stein... Den Wasserstein? Na komm, los, stirb. Ich glaube, ich muss meine Waffen wieder reparieren, oder warum habe ich nicht mehr, treffe ich nicht mehr. So, das sind irgendwelches Leder. Ich repariere mal meine Waffen. Was so ein ganzer Hammer, der dafür draufgegangen ist, auch wenn ich nicht glaube, dass das jetzt was bringt. The Ritual of Water. Waterstone. Die genauen Positionen sind hier nicht eingezeichnet, okay. Dann wollen wir doch mal weiter suchen. Oh, wir müssen ja viel weiter in diese Richtung. Warum gucke ich eigentlich immer hier? Ich habe doch hier die Karte. Diese Richtung. Ungefähr hier. Ja, ist da. Also immer weiter geradeaus. Und da sind wir auf jeden Fall eine Weile mit beschäftigt. Also je nachdem, wie hart die Aufgaben sein werden, die wir machen müssen. Und ein paar Aufgaben davon klangen doch recht hart. Sind wir damit tatsächlich eine Weile beschäftigt. So, die haben kein Interesse an mir zum Glück. Die schon eher, oder? Nee, haben sie auch nicht. Der hat aber Interesse an mir. Eigentlich wollte ich ihn nicht unbedingt töten, aber... Also ich töte die tatsächlich nicht, weil ich es will, sondern, ne, die sind halt aggressiv, also aggro, demzufolge, ja. Wer hat noch Kohle dabei? Das Ganze interessiert mich nicht. Was hat der dabei gehabt? Schild. Okay, nichts Besonderes. So, Wasserstein, noch weiter in diese Richtung, noch viel weiter. Hier ist noch ein kaputtes Schiff. Schneewolf. Der ist schon tot. Der hier auch, das ist der Captain. Captain Robert John Dean. Mein Tagebuch wird aktualisiert. Ich muss mal kurz... So. Tagebuch, ja. Ich fand das Wrack eines abgestürzten Windschiffes und las das Tagebuch des Captains. Anscheinend sollte die Besatzung auf der Suche nach eines magischen Gegenstandes das Hortmund-Hügelgrab ausfindig machen und erkunden, bevor es landen konnte. Wurde das Schiff, Windschiff, von einem Schneesturm überrascht und stürzte in die Berge. Ich soll dieses Tagebuch dem Mann bringen, der die Expedition finanziert hat. Louis Biuchemp aus der Gilde der Magier von Altruhn auf Warenfall. Okay, das mache ich aber nicht. Aber interessant. Also vielleicht habe ich darauf ja irgendwann nochmal Lust, aber aktuell nicht. Okay, interessant. Weiter nach links. Um mich hier mal so durchzuwursteln. Das hat so... Ja, zwei haben wir, das ist in Ordnung. So, lala, gut geklappt. Ich glaube, der da links kommt auch noch jetzt. Ja, der ist auch noch da. Nummer eins. Und noch was. Vier Mobs.
Daran merkt man einfach, dass ich stark bin, dass ich 4 gegen 4 Mobs anlege und das, also als wäre es nichts. Ich werde gleich noch einen Heiltrank brauchen, aber es ist nichts Besonderes. So, okay. Eigentlich wollte ich sie, wie gesagt, nicht alle töten, aber die wollten gerne sterben. Hier noch einen Traken. Okay. So, jetzt Wasserstein. Entweder da hoch oder hier unten lang. Ich würde es ja eher da oben vermuten. Gebe ich jetzt hier ehrlich zu. Das da könnte sein. Nee. Wenn das der Wasserstein ist, dann würde es mich stark wundern. Obwohl. Was ist das hier? Holzstein, Hygralgipfel. Ich muss es mir freikämpfen. Ich weiß es nicht. Und zum Glück werde ich in diesem Addon etwas von der Wiki entwöhnt. Sodass ich nicht so ganz so hart mehr an der Wiki hänge. Was aber eigentlich ganz gut. So entdeckt man auch mal ein bisschen was. Das ist der Stein. Wir haben ihn gefunden. Wuhu! So. Und jetzt? Euer Tabu wurde aktualisiert. Reist gen Westen zu einer kleinen Insel vor der Küste und folgt dem Schwimmer das Wasser des Le... Folgt dem Schwimmer des Wassers das Wasser des Lebens zu finden. Folgt dem Schwimmer. Du reist gen Westen auf eine kleine Insel. Das kann ja nur die da oben sein, würde ich sagen. Tagebuch. J. Als ich den Wasserstein ansah, bemerkte ich, dass Worte auf ihm erschienen. Die lauteten, reist gen Westen zu einer kleinen Insel vor der Küste und folgt dem Schwimmer, das Wasser des Lebens zu finden. Ja, ich würde sagen, gen Westen, das ist nicht ganz korrekt, aber es ist schon passend. Das heißt, wir werden jetzt ernsthaft die Geschichte, die ich vorgelesen habe, die spielen wir jetzt einfach mal nach. So wie es aussieht. So, das ist in Ordnung. So. Ist das der Schwimmer? Graumähne. Seid gegrüßt. Hier draußen gibt es kaum Spaziergänger. Die Kälte und die Hawker vergällen es den Leuten. Ich komme nur her, um die See anzusehen. Einst war ich ein Schiffskapitän, aber das war vor dieser Nacht auf hoher See. Okay, der hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, was ich hier suche. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal nach oben zu dieser Insel, die hier auf der Minimap da angezeigt wird. Schwer zu erkennen, aber da gehe ich mal hin. Oh nein. Ich habe das jetzt hoffentlich jetzt nicht gepackt. Oh, wäre ich halt jetzt fast so weit gepackt, dass ich da hängen geblieben wäre. Speichern. Oh. Oh. Ich werde um den hier nicht drum rumkommen. Oder doch? Nein. Warum ich mich übrigens um das Kämpfen drücke, falls ihr euch das fragt, also ich könnte mir vorstellen, dass sich so einige das vielleicht fragen, das liegt einfach daran, dass meine Werte in Axt, schwere Rüstung und Blocken einfach mal gemaxt sind. Es ist alles hier auf Maximum, außer Intelligenz, Willenskraft, Schnelligkeit und Glück. Und die Werte, die hier nicht auf Maximum sind, das sind auch keine wichtigen Werte. Schmied kann ich nicht höher skillen als 72, glaube ich, seitdem skill ich es, indem ich meine Rüstung reparierte. Wiederherstellen geht nicht höher als die Willenskraft, da kann ich noch 4 Punkte draufdrücken, ist aber auch egal. Athletik skill ich von alleine, keine Ahnung, wo es zu skillen geht. Wortgewandtheit war auch ein Grund und Sicherheit auch. Also es gibt nichts mehr zu skillen, deswegen kämpfe ich recht wenig. So. Und da drüben auf die Insel müssen wir, glaube ich. Ich werde aber jetzt, auch wenn ich eigentlich 4 Folgen vorhabe, es sind noch 3 geworden, ich muss die Woche also mindestens noch irgendwo eine Folge unterbringen, das kriege ich hin.
jetzt aufhören mit Aufnehmen. Das heißt, ich habe nur 3 Folgen geschafft. Es ist schon 0.30 Uhr. Ich habe irgendwie etwas zu lange Zeit verplempert. Aber egal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir noch Feedback da, ob euch das Vorlesen gefallen hat. Gebt mir Feedback. Das ist total sinnlos. Abonniert mich. Gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß. Und sage mit diesem wunderschönen, tollen Bild, während langsam um mein Charakter fliegt, mitten im Schnee, aufgeputscht in Grammfeste. Schön mit Öl.